Janine. Was ist Julian? Weißt du, da auf der BH gibt es einfach so viele Schwerpunkte. Aber ich weiß einfach nicht, welchen ich wählen soll. Also ich bin im Schwerpunkt Elementarpädagogik. Komm einfach mal mit und dann zeige ich es dir. Okay. Also Julian, du hast ja jetzt den Schwerpunkt Elementarpädagogik gewählt. Und warum? Naja Janine, bevor die Kinder in die Volksschule kommen, sind sie ja erstmal im Kindergarten. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne herausfinden, wie dort die Institution arbeitet, wie die Pädagogen und Pädagoginnen dort arbeiten und welche Stärken die Kinder auch mitbringen, wenn sie dann zu mir in die erste Klasse kommen in der Volksschule und ich sie dann bestmöglich abholen kann und mit ihnen weiterarbeiten kann. Und was mit dir, Janine? Wieso hast du dafür entschieden? Also ich habe mir eigentlich die Professionalisierung in der Schuleingangsphase erhofft. Man weiß von der Bedeutung des Übergangs vom Kindergarten in die Volksschule. Und ich finde es sehr wichtig, mir möglichst viel Wissen über die Gestaltung und die Begleitung des Übergangs anzueignen. Und vor allem, weil mich der Bereich der Kindheitsforschung sehr interessiert. Du bist ja sozusagen ein großes Vorbild für uns im Schwerpunkt, weil du unterrichtest ja schon. Kannst du mir da vielleicht mal kurz sagen, was kannst du mitnehmen aus dem Schwerpunkt für deine Arbeit mit den Kindern? Also ich habe viel Einblick bekommen und das kann ich auch in die Schule mitnehmen und dort umsetzen. Mit meinem theoretischen Hintergrundwissen, das ich jetzt habe, stehe ich einfach viel selbstbewusster in der Klasse. Ich kann die Kinder dort abholen, wo sie stehen. Ja. Dadurch, dass die Kinder beim Schuleintritt nicht alle dieselben Kompetenzen mitbringen, ist ein individueller Unterricht und ein differenzierter Unterricht sehr wichtig. Und auch der Bezug zur ersten Bildungseinrichtung ist ein ganz anderer. Ich weiß, was dort passiert und was dort geschieht, wie dort gearbeitet wird, weiß über die pädagogischen Konzepte Bescheid. Und dadurch ist der Austausch mit den Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen ein besserer geworden, was schlussendlich den Kindern und auch meiner Praxis zugutekommt. Also, Julian, ja. Wenn du heute einen Freund oder eine Freundin treffen würdest, was würdest du ihnen über den Schwerpunkt Elementarpädagogik erzählen? Was war dir wichtig? Ich würde ganz klar sagen, denkt immer an die drei Ps, die wir gelernt haben. Zum einen sind das die Projekte. Ach, du meinst die internationalen Projekte? Ganz genau. Also wir haben ein Sprachförderspiel mit zwei anderen Institutionen geplant und weitergeführt. Ja, dann zum anderen auch unsere Praxis. Unsere Besuche im Kindergarten und in der Schule. Und denk auch an die Besuche in anderen Bildungseinrichtungen. Und zu guter Letzt natürlich die Passion. Ah, für die Kinder, mit den Kindern. Ganz genau. Na gut, aber jetzt einmal ehrlich, Janine. Wieso hast du jetzt wirklich den Schwerpunkt entschieden? Also, mit den Vortragenden sind wir immer auf Augenhöhe. Es findet ein guter Austausch statt. Und die Vortragenden kommen aus der Praxis und sind keine Theoretiker. Da hat man einen ganz anderen Zugang. Ganz wichtig ist vielleicht auch noch, dass wir was zum Angreifen kriegen, denke ich mal manchmal. Also wir kriegen viele Materialien vorgestellt und ich habe das Gefühl, dass wir auch über den Tellerrand hinausblicken vielleicht. Genau, das eigene Denken wird eigentlich gefordert. Genau.